Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Reden wir zunächst über eine Initiative, ein Thesenpapier zum Thema, gar nicht von uns, sondern von der CDU. Ein schöner Einfall, doch die 1000 Meter, die jetzt auf Bundesebene als Opt-out-Regelung vorgegeben sind, auch in Niedersachsen einzuhalten. Aber man kann ja über den Wald nachdenken. So war es mal gesprochen. Dann wurde wohl dieses Thesenpapier vom Winde verweht. Die Erzeugerinitiativbringer wollten davon selber gar nichts mehr wissen. Wir haben einen Antrag draus gemacht und der liegt Ihnen jetzt vor. Wenn wir nach der CDU gegangen wären, dann wäre das ein kluger Antrag, wenn man Leute zwingen will, ein Angebot anzunehmen, das sie nicht ablehnen können. Klingt ein bisschen mafiös, ist vielleicht auch so gemeint. Wenn man den Leuten sagt, wir bleiben von euren Häusern 1000 Meter weg, aber rechnet damit, dass diese Windräder in den Wäldern stehen, dann machen die vielleicht zähneknirschend mit. Jetzt ist allerdings beides möglich. Man kann näher an die Wohnhäuser ran, wie zuvor auch, und man kann auch in den Wald. Unser Antrag sollte beides verhindern. Sie werden also heute endgültig leider ablehnen, dass Mensch und Wald geschützt werden vor Windrädern, die längst Betriebshöhen über 200 Meter überschritten haben, die wahrhaftig keine Zierde sind, auch nicht gesundheitsfördernd und wahrscheinlich, das habe ich nun schon oft genug gesagt, hier wahrscheinlich auch nicht unsere energiepolitische Neuausrichtung oder gar Rettung sein können, sondern ganz im Gegenteil ein Irrweg sind, der sich noch teuer bezahlt machen wird für uns alle. Nun, was steht da noch? Wir legen, und das haben wir auch mehrfach schon in den Anfragen gesagt, wir legen Wert auf Brandschutz, vor allen Dingen dann, wenn Windräder in den Wäldern aufgebaut werden sollen. Dazu gibt es keine neuen Regelungen, dazu gibt es keine neuen Antworten, nur, naja, das, was schon in dem Windkrafterlass der Landesregierung steht, nämlich bestimmte Landkreise mit erhöhtem Waldbrandrisiko, in denen Kieferbestände sind, denen doch eine Art Sicherheitsabstand, einen Radius zu überlassen für jedes einzelne Windrad. Da muss also mehr gerodet werden, denn wir haben auch mal herauszufinden versucht, wie viel Wald geht eigentlich verloren. Sie sprachen über 10% Waldfläche, wo Windräder in Frage kommen. Wir wollten es genauer wissen, 0,47 Hektar bis zu 1 Hektar. Wieso nicht genauer? Diese 1 Hektar, die sind gar nicht von uns. Das hat mal die FDP gefragt. Die wollten das nämlich wissen, und zwar im Bundestag. Sie haben auch Bedenken geäußert, was eigentlich passiert mit den Fundamenten, die Versiegelung, die Bodenfläche, die geschottert wird, befestigt wird für Kranaufsteller, Schwerlasttransporte und Ähnliches. Das sind unterirdisch wirkende Grundwasserblockaden. Das nimmt Einfluss auf die Versickerung, auf Regenwasser und natürlich auf den Grundwasserbetrieb, wenn man so sagen will. All das wollte die FDP wissen, und das ist noch gar nicht so lange her, 2018. Und Sie werden es kaum glauben, Wälder schützen, Rodung für die Windkraft stoppen, das ist so wundervoll populistisch, das ist gar nicht von uns, sondern das war der FDP-Antrag im Bundestag, genau das zu verhindern, was jetzt hier von Ihrer Seite nicht verhindert werden will mehr. Sie stimmen jetzt dagegen und haben es im Bundestag selber vorgehabt. Sie saßen 2018 schon hier, wir und auch die Leute im Bundestag, Ihre und unsere. Nun ja, stimmen Sie heute dagegen, was Ihre Leute auf Bundesebene selbst beantragen haben. Ich glaube, das kommt draußen an und die Leute verstehen dann letztendlich auch, wie ihre Prioritäten sind. Nun stellen Sie sich das Ganze noch als Initiative von FDP und CDU vor, gab es auch, gegen Windkraft im Wald in Thüringen, Januar 2020. Nun hätten Sie fast da einen Ministerpräsidenten gehabt, der würde vielleicht in diesem Moment jetzt das machen, was Sie heute hier ablehnen werden. Und er hätte eine Mehrheit bekommen da. Das ist also eine interessante Konstellation. Ist leider nicht so eingetroffen. Die Demokratie wurde nochmal abgewickelt. Aber wir können, glaube ich, heute deswegen damit leben, wenn Sie den Antrag ablehnen. Dann ist völlig entlarvend und klarstellend über das, was Sie treibt. Das Wohl der Leute, der Menschen und unserer Umwelt und Natur ist es jedenfalls nicht. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Wirz, und Sie sollten sich Ihre Worte